Herzlich willkommen auf dem Kanal von Gaming Mac. Hier präsentieren wir euch die News in Videoform. Viel Spaß dabei! Ab sofort befindet sich auf diesem neuen Format auf dem Kanal von Gaming Mac die News, die in der letzten Woche passiert sind. Und das sind die News von dieser Woche. Die erste News geht an alle Freunde des Pen & Paper Rollenspiels Das Schwarze Auge. An alle Leute oder Freunde, die das Spiel von vor 20 Jahren gespielt haben, DSA, Sternenschweif, würden jetzt erstmal hellhörig werden. Denn es gibt für 2016 eine Neuauflage des Klassikers. Eine Neuauflage des Klassikers? Das gab es schon von Schicksalsklinge. Ganz genau. Und das hat auch Studio Crafty Games damals entwickelt. Aber das war doch scheiße. Ja gut, die Umsetzung von Schicksalsklinge ist nicht ganz so gelungen und das ist noch nett ausgedrückt. Es gab unterirdische Bewertungen bei den Spielemagazinen und naja, das soll halt bei Sternenschweif nicht mehr stattfinden. Denn Sternenschweif soll in Zusammenarbeit mit der Community entstehen. Das Ganze soll wirklich harmonisch laufen, damit am Ende nicht wieder so ein Mist rauskommt wie bei Schicksalsklinge. Sorry dafür. Gepublished wird das Ganze von UIG oder UIG, egal wie man es ausspricht. Die ganze News nochmal zum Nachlesen, wie Link unten in der Videobeschreibung. Ja, hochwertige Controller, das ist schon ein Thema für sich. Man sollte bereit sein, auch mal mehr als 30 Euro auszugeben, sonst kann es enden so wie bei meinem Controller. Brechen oben die Nippel ab und die Tasten sind total abgenutzt. Naja, egal, wie noch was sei, der Xbox-Controller kostete 150 Euro und wieder erwarten stieg die Umsatzzahlen drastisch in die Höhe, sodass das nach kurzer Zeit ausverkauft war. Aber kein Grund für Traurigkeit, denn Microsoft hat Nachbesserungen versprochen und Nachschub wird geliefert. Der Xbox One Elite Controller soll Ende November, Anfang Dezember nachgeliefert werden, dann könnt ihr euch ihn wieder kaufen. Heroes of Might and Magic, eine langjährige Serie an runden Strategiespielen, die uns stundenlang an den Bildschirm gefesselt hat, hat nun endlich in der neuen Auflage einen Preis gewonnen. Entwickler Blue Byte hat mit Might and Magic Heroes Online den Red Dot Award gewonnen, und zwar in der Rubrik Game Design. Somit ist dieses Game laut Designzentrum NRW das schönst aussehende Spiel des letzten Jahres. Gibt's jetzt eine Fortsetzung? Gibt's jetzt keine? Was ist da los bei Life is Strange? Ja, alle 5 Episoden von Life is Strange sind leider schon draußen. Es wird keine Episode 6 geben, aber vielleicht eine zweite Staffel, wer weiß, oder vielleicht auch nicht. Der Gründer von Dontnod Entertainment, Alain Demesio, hat im französischen Magazin Alchemie nämlich gesagt, dass er gar nicht abgeneigt wäre, eine Fortsetzung von Life is Strange in einer zweiten Staffel zu machen. Moment, das heißt nicht, dass eine zweite Staffel schon produziert wird. Es sind keine Vertragsverhandlungen geführt worden mit Square Enix, es gibt noch keine Arbeiten an Life is Strange Season 2. Ganz ruhig bleiben. Aber das heißt ja nur, dass eine zweite Staffel möglich wäre. Das heißt, es gab diese Informationen, ja, es wird Staffel 2 geben, und dann gab es die Information, Moment, ich habe nur gesagt, es könnte. Das Ganze ist ein bisschen verwirrend. Fans lauern auf jeden Fall auf die Meldung, dass eine zweite Staffel rauskommen wird. Alles nochmal in Ruhe zum Nachlesen hier unten in der Videobeschreibung. Bist du auch Social und magst du Fußball? Dann ist Sociable Soccer genau das Richtige für dich. Sociable Soccer? Was soll das sein? Das ist eine sehr gute Frage. Jetzt erst heute auf Kickstarter gestartet ist eine Crowdfunding-Kampagne für das Fußballspiel oder das kommende Fußballspiel Sociable Soccer. Kann man, glaube ich, auch nur wirklich gut finden, wenn man die ganzen Vorgängerspiele, sprich Sensible Soccer und Sensible World of Soccer, gespielt hat. Das ist nämlich ein Fußballspiel aus der Vogelperspektive. Ich weiß, alle Freunde von FIFA und Pro Evolution Soccer werden jetzt sagen, ja, next news kommen. Aber Moment, nein, es ist für viele Fans der 90er Jahre eine super Meldung, denn sie haben stundenlang vor dem Rechner gehangen und wirklich im Teamplay gegeneinander gekämpft. Das ist so ein bisschen wie bei Rocket League, nur aus der Vogelperspektive. Kurzweilige Matches und letztendlich sitzt man dann wieder stundenlang vom Rechner. John Hare, auch genannt Jobs, hat auf jeden Fall in den 90ern dieses Spiel wahrscheinlich gesuchtet und hat sich gedacht, ich möchte da mal einen Nachfolger zu machen. Er war auch derjenige, der dafür mitverantwortlich war, dass das Entwicklerstudio Sensible damals, die da verantwortlich waren für Sensible Soccer logischerweise, gegründet worden ist, und dadurch konnte erst das Spiel damals entstehen. Wer Sensible Soccer kennt oder noch nicht, kennt dann besser gesagt. Wer die Crowdfunding-Kampagne unterstützen möchte, der Link ist immer unten in den Fußnoten. Damit kommt ihr dann auch auf die Gaming-Mac-Seite, wo ihr dann letztendlich noch alles nochmal in Ruhe nachlesen könnt. Wie heißt nochmal das Spiel, was wir in der letzten News nochmal erzählen wollen? Wie? Fallout? Fallout 4? Hab ich nie von gehört. Kleiner Scherz natürlich. Denn Fallout 4 ist released worden. Bethesdas Endzeit-Rollenspiel ist endlich für alle zugänglich. Gemeinsam mit dem Versandhandel Amazon haben sie ein Gewinnspiel ins Leben gerufen, in der ihr eine lebensgroße Vaultboy-Figur gewinnen könnt. Sie beträgt die Größe von 1,81 Meter, hat einen Umfang von 80 cm und wiegt um die 60 Kilo. Das heißt, sie ist sogar noch größer als ich, und wenn ich mir bedenke, ich müsste sie hinstellen, hätte ich persönlich keinen Platz. Aber es ist eure Chance, ihr könnt gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, ihr müsst letztendlich eine Frage beantworten, und diese Frage findet ihr, zumindest den Link findet ihr, auf gamingmac.com.
Der Link unten in den Fußnoten. Die Gewinnspielfrist läuft bis zum 13. Dezember und wir drücken euch allen die Daumen. Das waren sie schon, das waren die News für diese Woche. Wie hat es euch gefallen? Schreibt es mal in die Kommentare. Falls euch gefallen hat, gebt uns einen dicken Daumen nach oben und teilt dieses Video bitte an eure Freunde. Alle News könnt ihr nochmal in Ruhe nachlesen auf der Seite www.gaming-mac.com. Der Link ist aber auch hier. Wer Bock auf Let's Plays hat, sollte mal den Gaming-Kanal besuchen. Dieser ist hier. Ja, das war die erste Folge. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen und es wird noch eine zweite, dritte, vierte, fünfte folgen. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und viel Spaß beim Zocken und ciao!